Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft to the Stars mit dem alten Opa. Hallo Opa. Hallo. Ja, guten Tag, guten Tag. Was hast du vor? Hallo, Tal. Hallo mit Hallo. Hallo. Sag. Ja, Was? jetzt habe ich die restliche Folge Halsschmerzen. Hey. Ja. Ja, was hast du vor? Was habe ich vor? Ich arbeite ja immer noch daran, dass wir diese Viadukts herstellen können, mit denen wir dann schnelle Verbindungen für uns selber nach entfernte Orte legen können. Ja. Ja. Genau. Und? Wie Du und warst was? kurz we weg. Ach so, und du? Ach so, und ich, ja, Ja, du. ich würde jetzt gerne ein paar Sauerstoffausrüstungen machen, wa? Ja, dann. Sauerstoff. Oh, das geht schon wieder nicht. Ich werde Das geht schon wieder nicht. sauer. Sauer. Ja, immer wenn ich. Mann, ich hasse dich, du. Maus nach links. Sauerstoff, Sauerstoff. Sauerstoff, Ausrüstung. La 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 la. Und Was zwar fehlt hatte ich ja noch? ursprünglich vor, das Ganze hier in eine Maschine zu packen und habe dann ganz verzweifelt festgestellt, geht nicht. Das ist doch schön. Ja. Ja, aber hier wird jetzt auf jeden Fall schon mal der Grundstoff hergestellt, den ich brauche, was ich dann verflüssigen muss, um es im anderen dann in die Viadukts herzustellen. Ich glaube, die Viaduktrahmen habe ich auch schon automatisiert. So, wir brauchen irgend so ein Kopfding. Das wäre eine Sauerstoffausrüstung. Da kommen zwei Tanks hin. Ach, den Fallschirm brauchen wir noch. Wenn du mal E drückst und reinguckst bei Galactic Craft, ne? Was ist denn da? Kommt die Glasscheibe hin? Was ist denn das oben und was ist das links? Das oben drüber weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Das links müsste das Hörgerät sein, womit man dann auch auf dem Mond und so weiter hören kann. Meine Rüstung ist übrigens fast im Arsch, meine Tarnrüstung. Ja. Dann rechts ist der Fallschirm, links der Verbinder und ganz unten die Sauerstoffflasche. Aber Verbinder. was das oben ist, weiß ich nicht. Ja, zwischen Helm und den Sauerstofftanks, das Sauerstoffgerät oder wie das heißt. Okay. Ja. Sauerstoffausrüstung heißt das. Fallschirm. Also ich glaube, das links und das oben ist optional, das braucht man jetzt zwingend. Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß es nicht. Du So. weißt es, es gibt, glaube ich, irgendwas, dass wenn man nö. Scheinbar doch nicht. Ich meine, es gab irgendeinen Shortcut-Befehl, um sich eine Checkliste für Galaktik für den Aufbruch zum Mond anzeigen zu lassen. Ich will ja nichts sagen, aber du klingst ziemlich scheiße. Das macht nichts. Das Kompliment kann ich gerne zurückgeben. Du bist auch häufig gerne Abgehakt. mal abgehakt. Ja, das ist Ja. doch blöd. Ja, Notfallbehälter, was das ist das? ist Notfallbehälter? Ja, geh mal, oder gib mal einen Notfallbehälter von Galactic. Raketentriebwerk. Ich gucke jetzt mal hier. Moonrover-Sitz. Moonrover. Voller Ölkanister. Ah, hier, Sensorlinse. So, wenn du mit der Maus drüber gehst, kriegst du ja weiteren Text, also mit Shift gedrückt halten. Platziere einen Notfallbehälter nahe deiner ersten Landung auf einem Planeten, öffne ihn, um ein Notfallpaket darin zu finden. Der Behälter wehrt auch Mobs ab. Cool. Ach, das sind diese Glow. Ja. Ja,
Sie haben mich vergessen. Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? In der Leichenhalle, in der Leichenhalle. So. Ich habe mal so ein 1, 2, 3, 4 so eine Notfallgerätschaften gemacht, war. Weil ich so tüchtig bin, weil ich so tüchtig bin. Komm doch mal rüber, Mann, und schau mal zu mir her, weil ich so tüchtig bin, weil ich so tüchtig bin. Und du nicht. Komm ich aber nicht weiter. Ja, ist das mein Problem, ey? Du kriegst mal so ein Notfallgerät von mir, wa? So, übrigens, ne, man möge schauen, hier wohnt Stinker Straight, ja. Hier wohnt die wunderbare Titi. Hier wohnt die wunderhübsche Cotange. Und hier wohnt der liebe Danny Boy. Achso, ich sollte das jetzt vielleicht mal entklopfen. Da, la. Sollte ich Kotangi hier vielleicht eine orange Blume reinpacken? Im Blumentopf? Ja, damit sie weiß, dass sie da wohnt. Ach, oh, ich habe. Wobei, das wird sie wahrscheinlich sowieso wissen, wenn sie sich die Folge angeschaut hat. Ja. Sie braucht auch noch einen Fallschirm. Dann würde ich eigentlich gerne zusehen, dass wir. Fehlt mir jetzt noch ein Fallschirm oder habe ich dir auch eingegeben? Ja, du hast auch einen Fallschirm. Ja, gut, nun. Upala. Naja, jetzt muss ich mal gucken. Gepresst. Gepresst. Also wir haben... Oh, wir brauchen Stahl. Gepresste Bronze, Aluminium haben wir, Kupfer haben wir wenig und Zinn haben wir auch noch genug. Das heißt, ich müsste jetzt Kupfer... Und Stahl ist wieder so zum Kotzen. Das ist doch scheiße, scheiße, scheiße. Ja, aber nicht mehr ganz so sehr wie früher. Oh, hier ist noch ein bisschen gepresster Stahl. Das ist gut. Und dann würde ich... Oh, hier ist auch noch ein bisschen Bronze. Ja. Und bei euch, liebe Freunde... Was habt ihr so getrieben? Oh, jetzt ist ja auch bald Ostern, nicht? Was habt ihr da so vor? Was macht ihr Ostern? Das würde mich immer interessieren. Geht ihr noch auf Eiersuche? Aber nicht die in der Hose, ne? Ihr alten Schweinchen. Bitte nicht, bitte nicht. Das macht man nicht. Oh, ich, da sucht man nicht nach Eiern. Mich nervt dieser Obsidianklumpen da. Stahl, ne? Stahl. Ich bin ja... Ich hole mal Eisen. Die Stahlherstellung über das System kann unter Umständen ewig dauern, gell? Hä, ich schmeiß das doch da drüben immer an. Wo drüben? Na, in dem alten Knopel. Achso, ja. Also, man kann jetzt auch bestellen, bloß wie gesagt, er wird dann gegebenenfalls die Holzkohle farmen und das kann unter Umständen relativ lange dauern, aber... Kann man jetzt auf jeden Fall machen. Ja, ich bestell mal ein paar. So. Geht ja gar nicht. La 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 la. Ich hab noch mein Herz, du mal nicht. La 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 la. Ja, du hast ja meins abgerissen. Ja, ich wollte den Wurm wegmachen. Pupalala. Der nur durch euer Hexenwerk entstanden ist. Hä, heul nicht rum. Sei nicht so undankbar, Mann. Ja, ihr seid dafür verantwortlich. Du und Kutter. Erstens habe ich lange keinen Riss produziert, ja. Und zweitens du hast du dich nicht zu beschweren. Du bist verantwortlich für alles Hexenwerk, was hier passiert. Nein. Du hast deine Schülerin besser zu unterweisen. Du hast vielleicht mal deine Gosch zu halten. Und du wunderst dich, warum man die, warum wir dir so, solche Schilder hinstellen. Mann. Bin ich da runtergefallen.
Mann! So, jetzt gucken wir noch mal nach Galactic. So, und zwar, was gibt es hier noch Wunderschönes? Es gibt noch Lichtpanel. Vielleicht sollten wir schon so ein Basis-Solarmodul bauen, oder? Kein Plan. Und was ist Wir das? werden dort oben auf jeden Fall erstmal eine Minimum brauchen. Eine was? Eine minimale Stromversorgung werden wir auf jeden Fall. Ja, dann kümmere dich doch drum. Also Frequenzmodul? ich. Ja, warum nicht? Warte mal, was war das? Was war das hier da? Gepresstes Eisen, ja, oder? Doch! Das kriegen wir ja wohl locker hin hier. Ist Nee, der hier mal nicht durch? Schwefel. Der Ich ist schon wollte kein durch. Schwefel. Du hast Schwefel Wollte. im Kopf, ja. Salpeter wollte ich haben. Ich kümmere mich nicht um den Strom da oben. Ich kümmere mich gerade um die Ausrüstung. Ja, So. ich überprüfe das dann, bevor ihr losfliegt. Ich würde echt gerne mal. Oh Mann, lass das. Hochlangsam. Dose mit Nahrung. Ach, wie gut, ey. Ich glaub's ja wohl nicht, wie cool. Das ist richtig nice. Warte mal, ich muss ja eh noch ein paar. Hier. So, was ist das? Werfbarer Meteorbrock? Nee, Flagge. Ey, ich will da gar nicht raufklicken, Mann. Silizium bräuchten wir auch mal. Was ist das? Verliesfinder? Kann man nicht. Ach so, nur Kreativmodus. Okay, was gibt's denn noch? Dash-Spitzhack. Ach so. Kryogene Kammer. Kryogene Kammern ermöglichen dem Spieler, am Tag zu schlafen und heilen ihn dabei. Sie haben allerdings eine Abklingzeit. Das ist ja hochinteressant. Und dafür wirst du vermutlich Material brauchen, was wir jetzt noch nicht haben. Weltraum-Notfallpaket. Ah, hier, Thermalpolster. Hier, was ist das? Thermalstoff? Ah, ja. Bim, 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 bim. Ah, oh, ich brauch gelbe Wolle. Ja, dann brauchst du gelbe Blümchen und weiße Wolle. Ja, wie heißen diese gelben Blumen dann? Löwenzahn? Ah, danke. Löwenzahn. Haben wir noch vier? Das heißt, ich muss mal. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich habe nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich rief sofort die Polizei an und sagte, komm so schnell vorbei, Mann. Meine Freundin ist passé, so wie ein China-Böller-D. Ich wollte sie gerade küssen, da gab es einen Knall. Gerade leben lag sie neben mir, jetzt liegt sie überall im Raum verteilt. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich habe nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Ja, Wer genau. konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Di, 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 Ah, ich brauche mal einen Eimer. Es gab eine Zeit, da hatte ich immer einen Eimer dabei und jetzt habe ich gar nichts mehr. Alter, lass mich hier rein. Ich habe hier doch mal ausgemistet, oder? Habe ich hier vielleicht Ist noch? das auch das, was ich brauche? Habe ich Lieber hier nochmal einen nachschauen. Eimer? Oh, ich habe echt ausgemistet. Oh, ich habe richtig ausgemistet. Boah, bin ich gut. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo die Sachen sind.
Oh Gott. Tja, das verwundert mich nur dezent. Ich habe natürlich das Falsche mitgenommen. So. Oh nee, jetzt gehen die Kopfhörer leer oder was? Das ist nicht gut. Du und deine Kopfhörer. Huch. So, mach schneller da. Ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da Ja, da genau, das Zeugs. da 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 das heißt, du kümmerst dich um die Stromversorgung oder was? Und auch, dass wir zurückkommen oder wie? Also jetzt primär kümmere ich mich erstmal noch darum, dass wir die Viadukts hinkriegen. Die hätte ich nämlich wenigstens ganz gerne auf der Mondstation, um schnell die Bereiche wechseln zu können. Und hier theoretisch hätte ich sie auch ganz gerne. Kannst du mir noch mal erklären, was ein Viadukt ist? In den Viadukt steigt man als Person ein und wird dann schnell von Punkt A nach einem Zielpunkt, den man sich beim Einsteigen aussuchen kann, B transportiert. Das ist ähnlich wie ein Schienensystem, nur ohne Schienen. Du wirst es sehen, wenn es fertig ist, und ich bin mir fast sicher, du wirst es lieben. Wo läufst du gerade rum? Im schwarzen Keller. Was? Ach, da drüben im. Ja. Ja, ich muss jetzt auf die Dings hier warten. Auf die Kack-Löwenzähne. Auf die Löwenzähne, ey. Wie das klingt. Also ich bin ja froh, dass wir diese Maschine haben, aber es ist sehr anstrengend, weil es so lange dauert. Wusstest du das? Okay, Moment. Was? Junge, wir haben hier Das dehydrierte probiert die Äppel. Maschine. Was? Ich weiß nicht, was mit Discord los ist in letzter Zeit. Das ist so grauenvoll. So, jetzt kann ich ja hier mal freiwillig reinfallen. Jetzt kann ich nicht reinfallen. Ich bin's nur. Brauchst nicht schießen. Ja. Oh, die Kopfhörer nerven mich. Magmatiegel. Fluidtransposer, Viadukt, aha. Ist ganz schön düster hier, ne? So, demonstrieren wir das Ganze mal kurz hier mit den vier, die wir gemacht haben. Ich demonstriere dich gleich mal, Junge. So. Wird mal da durchgeschossen oder was? Genau. Was? Genau, da wird man durchgeschossen. Was? Huch. Wieder. Rechtsklick drauf auf die Öffnung. Unbenannt. Genau, da klickst du mal drauf. Junge! Die Dinger kann man benennen, die Ausgänge. Und alle möglichen ansteuerbaren Ausgänge sind dann da in diesem Menü. Da gibt es jetzt hier halt immer nur einen, weil du stehst halt vor dem einen und kannst zu dem anderen hinfahren. Ja, ich höre dir zu. Und ja, damit kann man dann Verbindungsstrecken bauen. Und das ist jetzt der langsame. Da gibt es auch noch einen schnellen. Cool. Also ich bin ziemlich, also ich finde, ich bin ziemlich schnell da durchs Loch gekommen. Ja, wie gesagt, das ist der langsame. Und da gibt es auch noch einen schnellen. Ich finde es cool. Ich kannte das nicht. Ja, weiß ich. Die sind auch Weiß ich? zumindest für unser Modpack sind. Ich habe nichts gemacht, gesagt. So. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin momentan bloß gerade am, danke, am Ausrechnen, wie viel ich brauche, damit das im Verhältnis aufgeht. Gelbe
Wolle. Stellen wir mal her. Oh, so haben wir keine Wolle mehr. Warum haben wir hier keine Baumwolle mehr? Wo haben wir keine Baumwolle mehr? Da oben. Wieso kann ich hier nichts? Sind 409 Baumwolle im System. Ja, reicht mir nicht. Wofür brauchst du so viel Baumwolle? Für die Thermalunterhöschen. Super. Okay. War das so? Ja. Bam, 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 bam. Ich glaube, das reicht. Ach so, ich bin. Ach Gott, gelbe Wolle. Pim, 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 pim. So, die Thermal. Wie viel Stahl hast du bestellt? Weiß ich nicht mehr. Musst du meine Aufnahme gucken. Ach so, die Farbe ist egal. Oh, leck mich doch, ey. Echt? Wieso habe ich echt nur 8 rausgekriegt? Ach, du hast pulverisierte Holzkohle bestellt. Warte. Farbe, Farbstoff. Haben wir noch Farbstoff? Ja, ein bisschen so, ne? Das ist ja Ein wieder. bisschen gelbe Farbe haben wir noch. Es nervt mich mit der Wolle, ey, ich sag dir das. Und wenn ich was bestellen will, geht's eh nicht. Ja, wie gesagt, weil die pulverisierte Holzkohle jetzt halt ein bisschen braucht. Ein bisschen. Weil er dafür erst Birkenholz, ja, weil er dafür Birkenholz nimmt. Und das, wenn es halt abgeerntet ist, wenn die Birkenholzfarm nicht groß genug ist dafür, dann braucht das halt. So, jetzt haben wir gar Und keine solange, bis die Baumwolle mehr. Birkenbäume gewachsen sind. Wir haben keine Baumwolle mehr, ne? Habe ich jetzt nicht geschaut. Also wenn im System keine mehr drin ist und oben in der Kiste keine drin ist, dann haben wir keine. Ja, ich habe jetzt alles aufgebraucht. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. So. Bam, bam, bam. Jetzt gucke ich mal. Hey, hallo. Jetzt gucke ich noch mal nach drüben, drüben noch mal nach. Und dann machen wir heiße Hüschen. So. Heiße Höschen. Ja, aber Stefan muss extra Lenor reinhaben, weil sonst mieft's wieder. Das muss ja nicht sein, ne? Ist ja ekelhaft. Lenora. Warum Lenora? Mit Anti-Sackratten-Produktion. Oh, Entschuldigung. Ich fand mich schon die letzten Aufnahmen sehr gemein. Aber ich kann nicht anders. Es tut mir. Über sowas stehe ich drüber, weil ich ja genau weiß, dass das total aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, Ach es so. ist halt immer so, wenn man von sich auf andere schließt, dann kommt man zu Du, blöden Annahmen. wenn man sauber ist und rein, dann gibt es keine Sackrattenschweinchen. Was wollte ich jetzt? Ach so, Ja, genau. eben. Vielleicht Phytoplankton. wolltest du dich verabschieden? Ach so, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. mal gucken, was das nächste Mal passiert. Und wer hast du überhaupt noch Leben? Ja, leider ja. So. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.